Jetzt in der Zeit nach dem Abitur und vor dem Studium hat man keine feste Struktur. Ich zumindest nicht wirklich, weil ich jetzt keine Verpflichtungen habe und deswegen ist es teilweise schwierig, seinen Tag gut zu planen und eben so eine gewisse Struktur einzuhalten. Heute möchte ich euch mal meine Morgenroutine zeigen im Sommer, also genau in dieser Zeit jetzt nach dem Abi und vor dem Studium, was ich jeden Tag mache und wie ihr das vielleicht auch für euch nutzen könnt. Inklusive habe ich einige gute Strategien, wie zum Beispiel die Morning Pages und die Power Hour. Also vergesst nicht, das Video bis zum Ende anzugucken und vergesst auch nicht zu abonnieren für mehr Videos dieser Art. Bei mir fängt der Tag nach 8 Stunden Schlaf an. Das ist mir auch ziemlich wichtig. Ich versuche immer mindestens 8 Stunden zu schlafen und wache dann meistens so gegen 8 Uhr auf. Früher war ich eine Person, die nie länger als bis 7.30 Uhr schlafen konnte, gerade in der Schulzeit, weil ich auch am Wochenende dann mal früh aufgestanden bin. Aktuell habe ich es gelernt, ein bisschen länger zu schlafen und meistens ist es aber trotzdem nicht länger als irgendwie 8, 9 Uhr, dass ich dann schlafe. Und ich werde durch meinen Wecker geweckt und fange dann erstmal an, ein bisschen Wasser zu trinken und Licht an mich ranzulassen. Das sind so zwei Sachen, die ich morgens sehr gerne mache und das funktioniert auch ganz gut, weil um 8 Uhr die Sonne schon auf ist und die Sonne durch meine Fenster durchscheint. Oh wow, Leute, guckt euch mal das Wetter an. Es stürmt und schüttet einfach extrem. Also ich weiß nicht, ob ich heute noch rausgehe. Dann gehe ich immer direkt ins Badezimmer, gehe manchmal morgens duschen. Ich bin aber eher ein Abendsduscher, weil ich es mehr mag, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, geschwitzt habe und so, dann abends duschen zu gehen und dann frisch ins Bett zu gehen, anstatt morgens, weil da bin ich ja eh im Bett und war dann ganz clean. Deswegen bin ich eher so eine Abendsduscher-Person. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Trotzdem schminke ich mich immer morgens und mache mich fertig, weil nämlich, jetzt kommt der Punkt, aktuell bin ich Vollzeit Content Creatorin und verbringe ganz viele Tage damit, Content zu kreieren, hier auf YouTube, Instagram, TikTok und so weiter. Und dann mache ich mich dann immer fertig, falls ich neuen Content shoote. Aber nicht zu vergessen ist natürlich die Sonnencreme. Es ist mir auch sehr wichtig, das jeden Tag zu tragen, egal wie sehr die Sonne scheint. Also meine Make-up-Routine ist echt nicht so krass. Ich benutze meistens nur was für die Augenbrauen, mache einen Eyeliner, Blush, Highlighter und das war's. Und ein bisschen Lippenpflege, aber das war's. Und ich versuche auch übrigens meine Haare nicht im Nassen eigentlich zu kämmen. Ich glaube, das ist nicht so gut, aber ja, gerade mache ich es. Lol. Aber dann schreibe ich jetzt an, erstens meine To-Do-Liste oder ich stelle sie zusammen, weil meistens habe ich meine To-Dos sowieso. Weil ich plane am Sonntag immer meine Woche für den ganzen Tag und meine To-Dos habe ich meistens dann auch schon eingetragen, weil ich die immer dann eintrage, wenn sie gerade kommen. Aber nochmal dieses Auffrischen der ganzen Aufgaben für den Tag finde ich schon hilfreich morgens. Und dann verbringe ich erstmal ein bisschen Zeit damit, meinen Tag eben genau zu planen. Da gibt es auch verschiedene Methoden. Sehr gerne benutze ich Time-Blocking. Manchmal brauche ich einfach nur eine Liste. Kommt drauf an, wie ich mich an dem Tag fühle. Ein Prinzip, was ich auch gerne öfter morgens mache, sind Morning-Pages. Das ist eine Methode, bei der du dich morgens hinsetzt und einfach drauf losschreibst. Also ohne wirklich nachzudenken, schreibst du einfach deine ganzen Gedanken auf. Das ist insofern einfach eine Form des kreativen und intuitiven Schreibens, als dass du einfach deine negativen Gedanken, die am Morgen schon kommen, loslassen kannst, achtsam an den Tag starten kannst. Und einfach das Chaos, das wirklich über Nacht kam oder den ganzen Pressure, den man schon morgens fühlt, loszulassen und erstmal so aufzuschreiben, ohne wirklich nachzudenken. Also der Punkt dabei ist halt, dass du nicht darüber nachdenkst und nicht darüber nachdenkst, dass du diese Sachen noch verwenden müsstest in deinem Leben. Das ist halt einfach nur ein intuitives, achtsames Rausschreiben der Gedanken ohne eine weitere Verwendung dieses Geschriebenen. Dann habe ich meinen Plan für den Tag und bin auch schon ziemlich achtsam und entspannt in den Tag reingestartet. Und danach ging es dann für mich zum Frühstücken. Ich bin eine ganz, ganz große Frühstücksperson. Ich liebe Frühstück, das ist meine Lieblingsmahlzeit. Ich habe morgens sehr viel Hunger und esse da auch gerne. Es kommt immer darauf an, was ich esse, immer unterschiedlich. Am Wochenende macht meine Mutter immer Frühstück und macht dann so ganz viel aufwendiges Obst und so. Das mag ich sehr gerne. Unter der Woche mache ich mir selbst was. Meistens dann nicht so aufwendig, aber trotzdem gut. Und ich habe nebenbei oft ein Buch, was ich dann gerade lese, weil ich die Zeit nutze. Teilweise versuche ich auch einfach ganz achtsam zu essen, ohne was nebenbei zu machen. Aber ehrlicherweise ist es in den meisten Fällen doch so, dass ich nebenbei ein Buch lese oder vielleicht auch einen Podcast höre. Dann habe ich eine Gewohnheit, dass ich jeden Morgen 10 Minuten lang Vokabeln lerne. Das habe ich auch schon in meiner Schulzeit gemacht, weil ich da ja auch Spanisch gelernt habe und das auch im Abitur jetzt übrigens hatte. Aktuell lerne ich aber wieder Koreanisch, denn ich fliege im Sommer nach Korea zu meiner Familie und möchte da meine Sprachkenntnisse wieder ein bisschen auffrischen. Deswegen, ich versuche wirklich aktiv jeden Tag was dafür zu machen. Und ja, morgens lerne ich dann immer meine Vokabeln. Meistens bin ich dann noch ein bisschen am Handy und gucke so rum, was auf Social Media passiert ist. Nicht eine Sache, die ich unbedingt empfehlen würde, aber auch ein Part meiner Morgenroutine. Und dann mache ich mich fertig, putze meine Zähne und gehe dann mit Flo raus. Also Flo ist mein Hund. Wir gehen immer eine große Runde spazieren und dabei höre ich meistens einen Podcast. Übrigens habe ich auch selbst einen Podcast, der heißt Gut Genug und den gibt es auf allen Plattformen, wo man Podcasts anhören kann. Ich bin aktuell aber leider nicht so aktiv und fokussiere mich hier eher auf YouTube. Deswegen vergesst auf gar keinen Fall auch meinen Kanal hier zu abonnieren. Hier kommen momentan dreimal die Woche
Woche ein neues Video online zu den Themen Schule, Lernen, Produktivität, Organisation und alles drum und dran. Abonniert da auf jeden Fall sehr gerne rein, weil hier sehr viel Mehrwert online kommt, der euch bestimmt auch helfen kann. Eine Sache, die ich schon vor Jahren immer angesprochen habe, ist das 10 Minuten Aufräumen. Ich liebe es, morgens und abends einfach mal so 5 bis 10 Minuten durch mein Zimmer zu gehen und die Sachen wegzuräumen. Weil wenn man das macht, dann sage ich euch, ihr müsst nie mehr in der Woche mehrere Stunden aufräumen oder so, weil ihr immer diese kleinen Häppchen wegräumt. Und 5 bis 10 Minuten, das hat man auf jeden Fall morgens und abends und kann die wichtigsten Sachen wegräumen. Und so ist man gleich in einem viel besseren Umfeld. Und ich finde auch, dass diese kleine Aufgabe hilft, in Aktion zu kommen. Wenn man schon ein bisschen aufgeräumt hat, hat man gleich mehr Motivation, dann noch mehr zu machen. Und was ich auch mache, ist dann die Power Hour. Das ist quasi eine Stunde, in der ich alle möglichen kleinen Aufgaben erledige. Ich liebe das, das morgens zu machen. Also einfach eine Stunde, in der ich Aufgaben erfülle, die man eben innerhalb von dieser Stunde machen kann. Es können so Sachen sein, wie zum Beispiel aufräumen oder irgendwelche kleinen Dinge, die man gerne mal aufschiebt, die aber teilweise auch nur so 5 Minuten dauern. Weil die, wie gesagt, schiebt man halt immer auf. Aber man macht die jetzt in dieser Stunde und nimmt sich diese Zeit dafür und dann gerät man, wie gesagt, in Aktion und hat mehr Motivation und Ansporn, weitere Aufgaben zu erledigen, auch schwierigere, weil man eben schon den Anfang geschafft hat und wie das koreanische Sprichwort Jidaki Bunny da sagt, der Anfang ist die Hälfte, der Anfang ist die halbe Miete, sagen wir, glaube ich, in Deutsch. Und dann haben wir nämlich schon diese Erfolgserlebnisse und sind motivierter, weiterzumachen. Und genau, das war auch schon meine Morgenroutine. Wie gesagt, vergesst nicht zu abonnieren. Weitere Routinen, weitere Videos. Ich wünsche euch heute erstmal einen wunderschönen, produktiven, erfolgreichen, schönen, lustigen, tollen Tag für euch und hoffe, dass wir uns ganz bald hier wiedersehen. Bis dann, tschüss!